Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Seleukiden und der Tier-Challenge. Letztes Mal, was haben wir letztes Mal gemacht? Wir haben das da eingenommen, das da eingenommen. Das war's, glaube ich. Also, nee, das da war, glaube ich, schon vorletztes Mal. Und dann haben wir, genau, dann haben wir Petra eingenommen. Die Atropaner haben jetzt Hetra von Quitri weggenommen. Könnte sein, dass sie entweder Edessa angreifen oder sich Dura holen. Ich wäre für Dura. Weil dann können wir es wieder zurück einnehmen. Wobei, nee, ich wäre für Edessa. Weil, also die Verteidiger des Olymps sind halt Monster. Also die haben eine richtig gute Pontos-Armee abgewehrt. Letzte Runde. Genau, Mazzucata ist nichts. Gut, also ja. Auf jeden Fall richtig, richtig gut. Ich weiß ja gerade nicht, was hier passiert. Könnte die, ja, hier oben brauche ich einen Agenten wegen den blöden Armeniern, weil die mit ihren Agenten echt nervig sind. Wenn wir von Teufel spricht haben. Naja. Ich freue mich ja, wenn ich dann wirklich... Ah, okay, er hat unten angegriffen. Gut, Rang erhöht, Mission erteilt. Stelle eine Armee auf. Habt ihr das gesehen? Also, ja, kann ich schon machen, aber... Ich gehe da mal zurück. Dann gehe ich hier hin und haue hier eine neue Armee hin. Armee aufstellen. Ich würde tatsächlich nur... Ja, der kostet halt 200, 230. Ja, okay, dann... Dann bekomme ich ein bisschen mehr Kohle. Ich könnte ich den dann wieder weghauen. Okay. So, einfach da, damit sie es Erfahrung bekommt. Hier ist gerade niemand. Das ist gerade sehr verlockend. Das ist eigentlich zu verlockend. Vor allem wegen dem Eisen ist es halt richtig, richtig nice. Warte, nee, das mache ich immer jetzt nicht, sondern ich baue mal hier ein bisschen aus, damit ich meine Städte halt updaten kann. So, wohin? Will ich hier hin? Also Pontos ist relativ klein. Ich schau mal, ob dieser hier ein... Komm, lass mich euch Frieden! Okay. Sei dankbar, dass ich euch eure friedliebende Zunge nicht aus dem Mund reiße. Gut, du wirst sterben. So. Die Frage ist, ob ich jetzt schon angreife oder mir erstmal... mich erstmal regeneriere, sage ich mal.
So, um mich zu regenerieren, müsste ich halt die beiden wieder einnehmen. Ich könnte den aber auch wirklich angreifen, weil momentan ist da nichts. Komm. Setze ich so, weil da ist schon ein Schmied drin. Da ist schon ein Schmied drin. Ja, ich kann die jetzt. Ich könnte die jetzt alle bisschen hochpushen. Also quasi die Rüstung updaten und so weiter, aber. Ich brauche gerade das Geld. Du hast was bekommen, das ist Herz allerliebst. Sehr schön. Hochzeit kann ich immer noch nicht bezahlen, nicht? Und die werden immer älter. Also die da sind noch echt jung. Aber der ist schon 32, 48. Und 22, okay. Die bekommen auch keine Kinder. Und die auch nicht. Schade. Okay. Also die minus 62, die bekommen wir auch noch weg. Stimmt. Also mit Bankrott, ich glaube, also ich meine mich dran zu erinnern, dass ich das schon einmal hatte. Da habe ich das erste Mal auf Legendär gespielt. Und da war ich, glaube ich, die Ikena. Und genau da war ich bankrott und da bin ich auch nicht mehr rausgekommen. Da war das so viel, also da kam dann so viel gleichzeitig, das ist einfach, das war dann echt übertrieben. minus Gravitas, plus Gravitas. Minus Autorität, minus 25% auf Größe des Einflussbereichs. Das ist eigentlich alles nicht wichtig. Also klar, normalerweise ist es wichtig, aber wenn man Elefanten hat und so weiter und ganz viele Ritter, bla bla blub, dann ist es eigentlich nicht schlimm. Oh, wir sind wieder im Positiven. Hallo? Okay, da ist wieder Quidri mit einer Fullstack-Armee. Das ist negativ. Das ist nicht so gut. Ich will mal kurz schauen. Sehr schön. Kann ich plündern? So. Okay, hier mache ich das da. Öffentliche Ordnung. Seehandel. Ist hier, denke ich mal, nicht. Landwirtschaft. Landwirtschaftliche Gebäude. Unterhaltung. Industriegebäude. Oder mache ich das da? Okay. Ich habe so das Gefühl, es wird schon. Es wird.
Aber was wird's denn? Wo es wird besser? Okay. Der wird wahrscheinlich versuchen, hier runterzukommen. Der da. Keine Ahnung, was der macht. Patawa. Da hinten ist er. Der ist jetzt doch tatsächlich von hier hinten nach da, nach da, nach da. Oder halt so rum. Warum? So, hier ist er. Aber warum? Warte mal, Patawa. Bist du noch ganz bei Trost? Okay. Okay, Armenien. Ach krass. Okay. Okay, dann macht es Sinn, dass er bis hierher kommt. Wenn er von Verbündeten quasi umringt ist. Das macht dann wirklich Sinn. Gut. Minus 49 ist halt hart. Das ist halt wirklich hart, aber fair. Durch das Plündern ist halt immer so, das ist nicht immer so das Beste, gell? Kulturelle Konvertierung brauchen wir hier auf jeden Fall. Wohlstand, Rüstung, Bonus auf öffentliche Ordnung. Und das machen wir mal jetzt. Das brauch ich hier oben. Der braucht es auf jeden Fall. Gut. Let's go, let's go, let's go. Oh. 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 Ach, sieh mal an. Jetzt kommen ja die ersten Rüstungstypen. Aber da muss ich ganz... muss ich gestehen... Überlege ich, ob ich das automatisch mache, weil... Was sagt er bei automatisch? Pyrosieg? Gut, ich mach's so. Also ich werde dann einfach wieder die Taktik machen. Ja, die bewährte Taktik... die ihm quasi daran hindert zu fliehen. Die hat sich bewährt, das machen wir nochmal. So, ihr beide seid da, knuddelig zusammen. Ihr seid da und los geht's. Jo. Habe ich hier verlangt? Ja. Mhm. So, dann gehe ich schon mal hier raus. Rittene Adelsbogenschützen. Ja, moin. Ich hoffe, der geht jetzt. Warte. Ja, geht jetzt auch da rein. Nee, tut er nicht. Gut. Dann mache ich mal wieder die Klappe zu. Mal hier rein. Unser General wird angegriffen. Die Panzer, die
Bitte Beeilung. Nein, das kann ich verstehen. Okay. Du gehst mal dann dahin. Was rufen die eigentlich immer? Elefanten für Elefanten oder so? Verstehst du mal nie. Sehr schön. Schneller. Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunst. Ja, in der Tat. In der Tat tut sie das. Er ist ja immer noch. So, die passen, die werden auch bald weg sein. Der guckt hier die ganze Zeit so rum. Und die so, tja, was soll der denn jetzt machen? Okay, kann ich natürlich verstehen. Wenn man so einen fetten Elefanten hat, der einfach, außer Rand und Band ist. Eine unserer Einheiten ist in Raserei. Dann höre ich jetzt auf. Gut, Verluste 2-2-2. Und der 1-4. Tja, ist er mir in die Falle gegangen? So, die Verteidiger des Olymps, die haben sich den Namen redlich verdient. Okay, Kalatien geht jetzt hoch. Oh nein, jetzt kommt Athen, hä? Was will denn jetzt Athen? Und Pontos? Was machst du denn da? Okay, Umsturz. Das ist in Ordnung. So, er wird erwachsen. Das ist gut. Okay, also. Nochmal zum Pontos. Was machst du? Wieso habe ich jetzt wieder minus 600? Okay, das ist die nächste. Das ist die nächste. Ich gehe mal da rein. Ganz kurz. So, das brauchen wir und das öffentliche hoffentliche Ordnung.
Okay, Athen macht sich jetzt auch schon auf den Weg. Ist das ein General? Ja, das ist ein Kommandant. Erstmal. Und der hat hier. Ich glaube, das ist nur ein Admiral. Wieder unterwegs. In eurem Dienst. An sich könnte ich da jetzt ein bisschen weiter rumoren. Jetzt noch die Frage, was ich mit denen mache. Wie sieht's denn hier? Also, Palmyra hat eine sehr gute Garnison. Tyros. So lala. Tyros hat nicht so eine ganz gute. Ja, im Gewaltmarsch könnte er dahin, aber ich glaube, er kommt nur so. Die Frage ist, wenn ich muss eigentlich hier hin, um die zu bedrohen, damit die vielleicht, also wenn die hier Antiochia angreifen wollen, okay, mach ruhig. Aber ich muss halt schauen, dass hier, dass da, dass sie hier Dura und so schnell bekommen. So, 501. hat wieder was bekommen. Das ist wunderbar. Der ist schon 70. Uiuiui. Was, der ist schon 70? Streitsüchtige Ehefrau. Ja, wunderbar. Dann mache ich den mal weg. Der ist auch schon 69. Wir sind wieder bankrott. Aber warum? Warum? Wir bekommen doch jetzt mehr Steuern und so. Und hier ist auch mehr Wohlstand. Werde ich geplündert? Na, jetzt kommt Ägypten. Ach Gott. Ihr gebt mir auch keine Ruhe, ne? Gut. Also, die Klingen werden wir dann in der nächsten Runde ein bisschen schleifen, würde ich mal sagen. Ja, das machen wir. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und vielleicht habt ihr ein bisschen was mitgenommen, was gelernt. Freut mich immer, wenn das der Fall sein sollte. Oder einfach nur unterhalten. Genau. Macht's gut. Bye, bye.